zusammen. Mein Name ist Lindin Weiß. Ich bin von Stempelkuss.com und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Und es ist YouTube-Hop-Zeit. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf beim Better Together YouTube-Hop. Wir haben jetzt auch einen Namen, liebe Freunde. Better Together, zu Deutsch am besten zusammen. Und es ist mir eine große Ehre, wieder dabei sein zu dürfen. Ganz lieben Dank an die liebe Katrin von Stempelzone, die es wieder organisiert hat. YouTube-Hop bedeutet, dass wir alle zu einem bestimmten Thema heute gebastelt haben. Das Thema lautet Sommersonne, Sonnenschein. Finde ich besonders schön. Und alle weiteren Teilnehmerinnen des Hops findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr die Links zu den YouTube-Kanälen der KollegInnen, die da mitgemacht haben. Es sind wieder super, super coole Leute dabei. Sehr, 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 sehr kreative und talentierte Menschen. Deswegen guckt unbedingt da unten hin. Einige von denen werdet ihr kennen. Vertraut mir. Und genau, das Thema war Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich habe heute für euch eine sogenannte Pinwheel Tower Card. Die kursiert jetzt momentan immer mehr auf Instagram. Aber diese Pinwheel Tower Card ist ein bisschen eine besondere, weil die Windmühle nämlich nicht eine Windmühle ist, sondern, tada, eine Sonne. Seht ihr das? Von oben sieht es aus wie eine Sonne. Deswegen passt es super gut zu unserem Thema Sommersonne, Sonnenschein. Das Ganze ist also eine Hexagon-Pinwheel-Tower-Card. Hexagon deswegen, weil das hier drin ein Sechseck ist, das Ganze sechs Flügel hat und eben aussieht wie die Sonne. Ich finde es ganz, ganz großartig. Zusammengeklappt sieht das ganze Ding dann so aus. Ich habe heute mit super schönen sommerlichen Produkten gearbeitet und mit unseren Celebration-Produkten. Denn momentan haben wir Celebration und das bedeutet, dass ihr unbedingt euch über diese Aktion informieren solltet, denn da bekommt ihr ganz, ganz viele Geschenke. Unter anderem habe ich momentan eine Celebration-Aktion für neue Kundinnen bei mir. Das heißt, wenn ihr zum ersten Mal bei mir bestellt, bekommt ihr während der Celebration im August alle eure Bestellungen ab 60 Euro. Das heißt also die, wo ihr schon irgendein Celebration-Produkt gratis geschenkt bekommt. Gratis geschenkt ist auch gut, ne? Ist doppelt gemoppelt. Aber gut, ne? Ihr bekommt halt eben ein Produkt geschenkt in der Celebration für Bestellungen ab 60 Euro. Und ich schenke euch dann obendrauf noch die Versandkosten. Das heißt, wenn ihr schon länger meine YouTube-Videos guckt und euch denkt, oh ja, ich habe echt noch keine Demonstratorin, es begeistert mich aber hier unglaublich bei Stampin' Up und ihr hättet mich gerne als Demonstratorin, dann seid clever und nutzt das Neukundinnenangebot im August. So, und jetzt sollen wir mal anfangen, diese schöne Karte zu basteln. Die ist wirklich super, super süß, lässt sich hinterher so toll aufstellen. Und ich muss sagen, ich liebe hier diese Knuddelgrüße. Guck mal, wie süß das ist, das Schaf läuft hier um die Ecke. So, und wie die gemacht wird, es ist wirklich nicht schwer, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Für diese spektakuläre Hexagon Pinwheel Tower Karte braucht ihr tatsächlich gar nicht so schrecklich viel. Ich habe sogar eher den Eindruck, wir machen heute ein bisschen betreutes Kleben, sag ich mal. Aber die Karte ist wunderschön, sie passt perfekt zum Motto und deswegen ist es umso besser, dass sie wirklich gar nicht schwer ist. Als allererstes braucht ihr für die Karte eure Papierschneidemaschine, die ist ganz, ganz wichtig, ohne die geht's nicht. Und ein Stück Farbkarton. Ich habe hier Farbkarton ausgesucht in Currygelb. Ich finde, das kommt der Sonne am nächsten. Deswegen passt es so wunderbar heute. Und dieses Stückchen ist 14 cm an der kurzen Seite und 21,5 so an der langen Seite. 14 cm mal 21,5. Das ganze Teil falzen wir jetzt. Und zwar insgesamt, ich glaube, 6-mal. Ja, 6-mal. So, dass wir uns hinterher wie so eine Art Fächermechanismus bauen können. Und die Abstände, in denen wir das machen, sind immer 2,5 cm. Das heißt, ich mache hier an der langen Seite meine erste Falzlinie bei 2,5 cm auf der rechten Seite vom Papierschneider. Da geht es einfach ein bisschen leichter. Dann drehe ich um und dann legen wir los. Also die erste bei 2,5, die nächste ist bei 5 cm. Dann schieben wir weiter auf 7,5 cm. Noch einmal weiter auf 10 cm. Dann nochmal bei 12,5 cm. Und die letzte Falzlinie ziehen wir bei 15 cm, sodass du insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6
von diesen kleinen Abschnitten hier auf deinem Papier hast. Der Vorteil an Currygelb ist, man sieht es wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. So, das ist es auch schon, das Grundgerüst für unsere Karte. Ich habe versprochen, es ist gar nicht schwer. Papierschneidemaschine kann schon wieder weg, das war's. Die anderen Stücke, die wir brauchen, sind fertig zugeschnitten. Und ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, denn wie gesagt, es ist ziemlich viel Kleben heute. Jetzt machst du Folgendes: Du faltest einmal alle Linien, die du siehst, wie immer eigentlich, ne, zum Berg hin. So. Wir haben ein paar Linien mehr, die wir sehen. Alles klar. So. Und jetzt ergibt sich hier draus schon die Form von unserem Hexagon, also unser Sechseck heißt das ja nicht zu Deutsch, so unsere Sechseckkarte. So soll das am Ende aussehen. Das heißt, du machst gleich, wir machen das mit Abreißklebeband, auf einen kompletten von diesen Abschnitten, von diesen 2,5 Abschnitten, gleich Abreißklebeband und klebst dir den so zusammen, dass hier schon eine Seite übersteht. Und das ist auch im Grunde der ganze Trick. Deswegen verziehen wir direkt schon diese Seite hier mit. Es ist jetzt einfacher dann, bevor ich das hier zusammenklebe. Aber damit du einmal schon weißt, was wir jetzt gleich vorhaben. Und zwar habe ich dazu ein bisschen Farbkarton in Calypso. Und zwar ist dieses Stückchen Farbkarton in Calypso 13,5 mal 6 cm. Und das klebe ich mir jetzt mit Flüssigkleber auf diese, ja, breite Fläche drauf, ne, so dass das später außen ist, ne? So. Also deine, ne, die große Fläche ist rechts. So kann man vielleicht, ne, guck, wie du das drehst. Große Fläche ist rechts. Da setze ich als erstes dieses Stückchen Farbkarton drauf. Dann habe ich ein Stückchen Designerpapier mir rausgesucht. Und dieses Designerpapier ist wirklich super, 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 super schön. Es geht ein bisschen unter im Katalog. Ich zeige dir gleich, Moment. Oh. Ich habe es nämlich hier hinten noch in der Höhle. Das ist dieses hier. Das ist das Designerpapier-Mustermix. Du siehst, das ist so ein Großpaket. Das ist nicht etwa, weil ich das doppelt gekauft hätte, sondern weil das ein Gastgeberinnen-Designerpapier ist. Du weißt ja, wenn du Gastgeberin bist bei Stampin' Up oder den Bestellwert selber schaffst, das ist ganz ne, auf dein Budget abgestimmt. Das ist völlig egal, ob selber oder mit einer Party, dass du dann als Gastgeberin bestimmte Produkte nur bestellen kannst, wenn du die Gastgeberin bist und vor allem, wenn dein gesamter Partyumsatz bei 200 € liegt. Und das Designerpapier ist eins, was du dir dann aussuchen kannst. Du zahlst dann wesentlich weniger als dieser ganze fette Haufen Designerpapier normalerweise wert wäre. Und du hast wirklich was zu allen Produktreihen, die wir so im Katalog haben. Also super bunt auch. Und aber auch so, ja, ne, hier zum Beispiel mit diesem Leo-Muster, ne, die Streifen, die Herzen. Also kann man wirklich immer gebrauchen. Ich finde, es ist ein mega Designerpapier. Und solltest du mal Gastgeberin sein oder den Bestellwert von 200 € schaffen für Shoppingvorteile, dann überleg doch, ob du dir nicht das für deine Shoppingvorteile aussuchen möchtest. So, das war einmal auf den Boden legen, das Designerpapier-Mustermix. Und da habe ich mir jetzt hier dieses Papier. Es ist nämlich passenderweise Currygelb. Rückseite ist übrigens so, ist auch cool. Man könnte die Karte auch noch in Schwarz-Weiß machen. Wenn du das gerne mal sehen möchtest, dann schreib mir doch unbedingt einen Kommentar unten drunter. Denn ich könnte mir das super gut vorstellen. In dem Fall würde ich es dir auf meinem Instagram-Account zeigen, denn die Anleitung hierfür drehen wir ja jetzt gerade schon. Ach so, das Maß habe ich vergessen. Das Stück Designerpapier, Entschuldigung, ich war so verloren in dem Mustermix. Das Stück Designerpapier aus dem Mustermix hat die Maße 13 mal 5,5 cm, dieses Stückchen hier. So, und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Festkleben. Ich habe gerade schon angekündigt, hier, ich habe es jetzt einmal umgedreht, sodass die große Seite rechts ist. Auf diesem ersten Abschnitt machst du dein, also platzierst du dein Abreißklebeband. Ich mache das auch mit dem Abreißklebeband, weil da muss, ne, da ist ja Zug drauf. Und immer wenn da Zug drauf ist, finde ich das gut, wenn es Abreißklebeband ist. Das ist hier die wichtigste Klebefläche an der Karte, mit der steht und fällt wirklich alles. Da kann man dann durchaus so auch mal ein bisschen mehr von dem Abreißklebeband draufknallen. Das lohnt sich an der Stelle. So, das ziehe ich mir ab. Und dann setze ich mir mein Hexagon zusammen. So.
Und zwar, ich zeige es nochmal, ne, das Hexagon ergibt sich hier aus diesen 2,5 gefalteten Stücken und dann fügst du das einfach so hier an. So, mein Kleberunfall konnte ich beheben. Ich muss es einmal kurz ausmachen. In Ruhe den Kleberunfall beheben. So, alles wieder gut. Ich habe mir das Ganze jetzt flächig einmal aufgeklebt. Hier ist jetzt so ein bisschen von meinem Kleberunfall, so ein bisschen Rand, aber es nicht stimmt. Da kleben wir gleich was drüber, das sieht gleich kein Mensch mehr. So, also Klebeunfall ist behoben. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Rückseite davon. Deswegen habe ich nämlich auch noch, habe ich euch ja vorhin gezeigt, da ist auch noch ein bisschen dekoriert. Und zwar habe ich da einmal... Und zwar habe ich da einmal ein Stückchen Farbkarton nochmal in Calypso. Und zwar hat das das Maß 13,5 mal 3,5 cm. Und das benutze ich jetzt, um immer auch die Rückseite von diesem, ja, von dieser Windmühle so zu verkleiden. Denn sonst wäre das ja auch viel zu langweilig. Es ist also eine extrem bunte und farbenfrohe Karte geworden, aber das ist außerhalb von meinem Komfortbereich, deswegen mag ich das gerne, dass mir das mit der, finde ich, doch ganz gut gelungen ist. Das freut mich dann immer, wenn das dann glückt. So, und dann habe ich hier nochmal ein Stückchen Designerpapier. Das ist auch aus dem Designerpapier-Mustermix, ist genau das gleiche. Und zwar hat das das Maß 13 x 3 cm und das passt dann genau hier rein in dieses Stückchen in Calypso, sodass es dann so einen schönen kleinen Rand ergibt. So, jetzt gucken wir von oben drauf und fragen uns, es ist aber noch keine Sonne jetzt. Judith, hallo. Nein, das ist jetzt noch keine Sonne, aber damit es eine Sonne wird, habe ich jetzt ein paar Stücke Farbkarton für euch und ich habe die schon vorbereitet. Und zwar ist das Grundgerüst, was wir jetzt insgesamt noch 5-mal brauchen, ein Stückchen Farbkarton in Currygelb, was das Maß 14 an der langen Seite und 6,5 cm an der kurzen Seite hatte. Und das habe ich mir schon vorbereitet, tada, und nämlich von der Rückseite schon beklebt. Und zwar ebenfalls, das ist, also ihr seht das, es ist genau das gleiche wie hier. Ebenfalls immer mit einem Stück Calypso in 13,5 x 6 cm und einem Stück Designerpapier-Mustermix in den Maßen 13 x 5,5 cm. Und was ich jetzt damit mache, ist, in jede von dieser, von diesen ja, Sektionen hier klebe ich eins von diesen Stücken. Das heißt, ich versehe mir das hier mit Kleber. So, hier nehme ich genau so ein, ihr könnt das ziemlich gut sehen in der Farbe, glaube ich. Und dann setze ich genau da auf dem Rand, bündig, ich muss mal von oben gucken, so, bündig die Auflegekarte einfach drauf. Wichtig ist, macht den Kleber wirklich hier hin und nicht hier hin, weil das geht nur schief. Ich sag's euch, es geht nur schief. Und so machen wir das jetzt genau 5-mal. Ich habe mir diese ganzen Stücke schon vorbereitet, denn sonst wäre es wirklich hier ein bisschen arg viel kleben gewesen im Video. Aber ich zeige euch dann einmal im Durchlauf, wie man das da dran macht. Also ich schiebe das quasi, es ist ganz gut, ne? Es ist also so, hier ist vorne, ne? Ich schiebe das dann immer, klappt das um wie so wie eine Buchseite, kann das umklappen. Dann mache ich hier auf dieses Stückchen, na komm. Wieder ein bisschen Flüssigkleber. Ihr wisst, mit dem Tombow braucht man nicht viel. Und da kommt dann obendrauf bündig hier an die Seite das neue Stück vom Windrad. Und so gehe ich das quasi einmal komplett durch. Also wieder, ne, ich blätter das um. So, da kann ich es auch ein bisschen festdrücken noch. Blätter das um, versehe hier dieses Stückchen wieder mit Kleber. Und pack wieder. Man kann auch, wenn man das jetzt so liegen hat, dann kann man das auch hier so ein bisschen als Stoßkante benutzen. So ein bisschen drehen, dass ich gucken kann, ob das auch bündig ist, aber ist. Und dann kommt das nächste Stück Papier da wieder drauf. Und ich klappe um. Und hier seht ihr schon, ich komme schon wieder vorne an. Aber zwei Stücke habe ich ja noch. So, das kommt auch da drauf. Wieder bündig angelegt und draufgeklebt. Das geht ja auch sehr schnell. Der Flüssigkleber trocknet immens schnell. So, und das letzte Stück, ich habe ja hier gerade schon gesagt, ist so ein bisschen krumpelig geworden. Das sieht gleich kein Mensch mehr. Dass da mal ein Kleberunfall passiert ist. Das weiß keiner.
Und das letzte Stückchen klebe ich mir auch bündig hier an die Seite auf dieses Segment. Und dann habe ich, tada, von oben meine Sonne. Und so schnell geht's, ne? Zusammengeklappt sieht das Ganze dann so aus, ne? Und dann kann man das halt immer weiter klappen. So, hier haben wir angefangen. Das heißt, ihr könnt es euch schon denken, es fehlen auch noch 5 von diesen Stücken hier. Die habe ich mir auch schon vorbereitet. Das ist auch jeweils ein Stückchen Farbkarton in Calypso in den Maßen 13,5 x 3,5 cm. Und da drauf klebt das Stückchen Designerpapier vom Mustermix. Und zwar in den Maßen 13 x 3 cm. Und auch die klebe ich mir jetzt fest. Und zwar immer hier auf die Rückseiten. Von meinem Windrad. Und das kann man jetzt auch ziemlich gut sehen hier, ne? So immer da, wo dann was übrig bleibt. Da, wo es noch gelb ist, setzen wir immer noch einen drauf. Und das Prinzip ist das gleiche, ne? Man kann hier wieder super gut umblättern. Und da dann das Stückchen drauf kleben. Und so blättert ihr euch auch bei dem die ganze Karte wirklich einmal durch, bis ihr alle Stücke aufgeklebt habt, die ihr hattet. Ne, auch da 5 Stück. Habe ich vorhin schon gesagt, aber 5 Stück kann man auch durchaus nochmal wiederholen, wie viele das auch wirklich waren. Ne? So. Schön durchblättern. Ich finde auch, dass dieses Designerpapier, auch wenn das so völlig, wirklich, ist ja völlig unterschiedlich vom Stil, da sind alles, ist alles drin, ne? Finde ich trotzdem, passt es super gut zusammen und mir gefiel es sehr, sehr gut zu diesem ganzen Sommersonne-Thema, weil heute ist ja der 20. August, das bedeutet, in einer Woche werden wir heiraten, wir zwei, und dann sind wir 2 Wochen im wohlverdienten Urlaub. Und darauf freue ich mich schon. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der letzte Urlaub war nämlich letztes Jahr um diese Zeit im August. Es ist ein Jahr her, dass wir im Urlaub waren. Und ich brauche wirklich ganz, ganz dringend mal 2 Wochen Auszeit. Es ist super viel passiert im letzten Jahr. Es ist nicht nur unsere Verlobung passiert. Ach, guck mal, schon vorbei. Nicht nur unsere Verlobung passiert, sondern auch bei mir bei Stampin' Up ist unglaublich viel passiert, wofür ich so dankbar bin. Aber es war natürlich dementsprechend auch ein echt turbulentes Jahr. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Sonne und den Sommer und den Urlaub. Und dazu passte diese Karte für mich wirklich perfekt. So, zusammengeklappt sieht das ganze Ding das so aus. Also ich zeige es nochmal, von oben ist es wirklich die Sonne. Und dann sieht es so, kann man dann so umdrehen, kann man so hinstellen. Das ist wirklich toll. Ich liebe diese Kartenform. So. Und jetzt suche ich mir einen vorne aus. Ich glaube so, ich glaube hier ist für mich vorne. Jetzt suche ich mir einen vorne aus, weil ein bisschen Deko haben wir ja auch noch. Dafür habe ich mir auch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich gearbeitet. Mit diesem süßen Stempelset. Das sind die Knuddelgrüße. Die sind ja sowas von süß. Und die Knuddelgrüße sind ein Celebration-Produkt. Das bedeutet, ihr könnt es euch im August und September gratis sichern, wenn ihr eine Bestellung aufgebt bei Stampin' Up. Oder bei mir natürlich, ne, so, ne, bei eurer Demonstratorin, wenn ich das bin, bei mir. So. Und zwar über 60 Euro. Und dann bekommt ihr das gratis dazu. Und wenn ihr, jetzt kommt das Beste, das Ganze zweimal schafft, also eine Bestellung, entweder eine für 120 aufgibt oder zweimal, einmal im August und einmal im September, eine Celebration-Bestellung aufgibt im Wert von 60 Euro, dann bekommt ihr dazu auch noch diese hier, das sind die passenden Stanzformen zu den Schafen. Die sind ganz, ganz großartig, wenn man sie hat. Wirklich, also die erleichtern einem das Leben. Unfassbar. Wenn du jetzt noch nie was gehört hast von der Celebration, dann guck unbedingt hier oben in die Ecke, weil da habe ich ein Video gemacht zum Thema Celebration und wie das alles funktioniert. Und da erkläre ich dir genau, was du tun musst, damit du dir diese Dinge gratis sichern kannst. So, und bevor wir jetzt hier zu lange über die Celebration quatschen, zeige ich dir jetzt, was ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich mir einmal hier so ein Schildchen vorbereitet. Das habe ich ausgestanzt mit den Stanzformen. So hübsch bestickt heißen die. Da sind hier diese Leibniz-Kekse. Ich mag die unglaublich gern. Habe sie sehr lange nicht mehr benutzt. Das ist der kleinste. Nee, ist nicht wahr. Ist gar nicht wahr. Der drittkleinste, so, ne? Von diesen Leibniz-Keksen. Den habe ich dafür benutzt.
um mir dieses Etikett auszustanzen. Und den Rest habe ich mit den Stanzformen für die Schafe gemacht. Der Rest heißt, guck mal, wie süß, ne? Oh, eine kleine Sonne. In Currygelb habe ich mir die ausgestanzt. Die macht sich, glaube ich, gleich hervorragend hier oben. Und dann will ich erstmal einen Spruch stempeln. Ich überlege noch. Ich glaube, ich nehme Fühl dich geknuddelt, weil das ist so süß. Aber ich könnte auch Geburtstag nehmen, ne? Hurra, du hast Geburtstag. Das passt auch gut, ne? Ach, kann mir nicht entscheiden, ne? Was nehme ich jetzt? Ach komm, ich nehme Hurra, du hast Geburtstag. Das braucht man häufiger. So, also, Hurra, du hast Geburtstag. Ist auch hier ablösbares Stempelset. Dann schnappe ich mir noch mein Stempelkissen. Ich habe schon reingepackt vorhin, ne? Mein Stempelkissen in Schwarz. Das ist das Memento-Stempelkissen. Das sage ich deswegen, weil ich damit auch die Schafe kurz konzentrieren, so, damit es gerade wird. Auch die Schafe gestempelt habe. Die habe ich nämlich schon gestempelt, weil es sonst zu lange gedauert hätte, glaube ich. In Memento Schwarz aus dem Grund, dann kann man sie danach nämlich mit den Stempeln Blends kolorieren. Aber als erstes klebe ich mir mal dieses Schild hier auf. Das Schild, das klebe ich übrigens mit Absicht überlappend auf. Also, dass das hier so ein bisschen rüber geht, weil, wenn ich jetzt so machen würde, dann wäre mir das irgendwie zu zentral. Also, so kann man es erstmal nicht umklappen. Das heißt, wenn es überlappt, in die Richtung, ne, weil hier so, ne, schwierig, also in die Richtung. Und wenn die Karte liegt oder verschickt wird oder was auch immer ihr damit vorhabt, ne, dann ist das ja hier nicht das Ende. Das sieht ganz komisch aus, deswegen packe ich mir das hier hin, das Schild, und lasse das so ein bisschen überstehen. Das mache ich, wie gesagt, völlig mit Absicht. Wenn man das dann aufklappt und hinstellt, dann sieht das so aus. Auch das mag ich wirklich sehr, sehr gern. So, dann schicken wir zum Geburtstag auch noch die Sonne. Das ist ja wichtig, ne? Sonne ist immer wichtig zum Geburtstag. Das ist am besten. Ich bin übrigens ein Winterkind. An meinem Geburtstag regnet es meistens. So, und dann habe ich mir ausgedacht, jetzt hole ich sie, die Schafe. Oh Gott, die sind so süß. Guck mal. Oh. Sind die nicht süß? Das ist dieses Schaf hier aus dem Stempelset Knuddelgrüße, was so vor sich hinläuft. Und ich habe mir gedacht, das läuft dann einfach so durch diese Karte durch. Und dann hat man da drei Stück von und dann sieht das aus, als würden die im Kreis laufen. Das finde ich wirklich super niedlich. So, und dann sieht das aus, als würden die im Kreis um die Karte drum laufen. Das heißt, ich habe jetzt hier eins, dann lasse ich eins frei, dann mache ich hier noch ein Schaf hin. Bisschen knibbel, knibbel mit den Dimensionals, aber naja, gut. Dann läuft hier noch eins weiter. So, ist hier eins frei, noch eins. Und dann kommt hier das nächste hin. Dann hat man auf jedem zweiten von diesen Flügeln von der Windmühle ein so ein Schaf, was da rumrennt. Und dann sieht das so aus, als würde das Schaf einfach um die Karte drum rumlaufen. Oh, den habe ich nicht abgezogen. So, dann klebt es auch nicht, ne? Ist das nicht süß? Jetzt sieht das aus, als würde das Schaf hier einmal drumherum laufen. Das finde ich total niedlich. Es ist so ein bisschen doof, dass ihr es jetzt von oben seht, weil wenn es jetzt steht, dann kann man es wirklich ein bisschen besser erkennen, was ich jetzt hier meine mit dem Schaf, was da drumherum rennt. Aber wenn ihr es nachbastelt, ihr könnt es euch dann vorstellen. Von vorne sieht die Karte dann nämlich so aus. So, ihr Lieben, das war's schon. Nachdem mein letztes Video in dem Videohop so unglaublich lang war und da rausgeknallt ist, habe ich gedacht, das muss ich jetzt hier irgendwie ein bisschen kürzer fassen. Deswegen alle liebe Grüße an euch vom letzten Mal. Das ist mein Projekt zum Thema Sommer, Sonne, Sonnenschein vom Better Together YouTube Hop. Und es freut mich sehr, dass ich dieses Mal auch wieder dabei sein durfte, meine Lieben. Denkt unbedingt daran, auch alle anderen Teilnehmerinnen des Hops euch anzuschauen. Da gibt es heute super schöne Videoanleitungen. Ihr findet alle Teilnehmerinnen, ich sag's nochmal, unten, hier unten in der Infobox. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen tollen Sommer. Bleibt gesund, verliert eure gute Laune nicht und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut!